Ostens verurteilt. So, das ist jetzt mal Mittelwelle. Redaktion Wilhelm Karst und Jana Lange. 1017. Der Wetterbericht für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Zu Wochenbeginn bestimmt ein Hoch mit warmem Luft so unser Wetter. Die Vorhersage: Am Nachmittag wechseln sich Sonne und Wolken ab, Schauer bilden sich. Bei nur schwachem Wind zwischen 22 Grad im Westerwald und 28 Grad in der Ortenau. In der Nacht kühlt sich die Luft auf 16 bis 11 Grad ab. Morgen scheint oft die Sonne und es wird heiß mit Temperaturen von 26 bis 34 Grad. Die weiteren Aussichten: am Mittwoch von Westen her Regen, die Abkürzung war schon zu beginnen. Dann Schmutzwochenende natürlich. So, ja, also das ist also Mittelwelle. Stark angefallen, stark nachgelassen. Das ist kurzgefasst die Bilanz der deutschen Frauen-Nationalmannschaft nach dem plötzlichen Aus. XR100, baugleich mit dem Jupitero MVT 7100. Das ist ein Modell von 1993. Super Empfang. Und erstaunlicherweise der Kurzwellenempfänger von der Bundeswehr, der eigentlich gar nicht für Mittelwelle gedacht ist, empfängt super Mittelwelle. Gar kein Problem. Ich glaube, das ist irgendwie alles noch nicht wahrzunehmen. Es war ein rahmschwarzer Tag für uns. Herr Grings und der Rest des Teams hatten nur ein Ziel, den Titel zu holen. Und es fing ja auch vielversprechend an. Knapp 75.000 Zuschauer im Berliner Olympiastadion bereiteten der deutschen Mannschaft am 26. Juni einen begeisternden Empfang. Und nach gerade mal 10 Minuten fiel es das erste deutsche Tor bei dieser WM. Ja, dann habe ich halt meinen Kopf hingehalten und das ist natürlich ein unbeschreiblicher Moment und natürlich ein tolles Gefühl. Am Ende gab es so, und jetzt überraschenderweise der Texan PL 660. Ich habe den auch schon gedreht, weil das kann ich mal sehen, kriegt stimmen. Das ändert aber auch nichts. Also Mittelwelle kann er schon gar nicht so gut. Aber ansonsten Kurzwelle und UKW empfängt er sehr gut, auch Flugfunk.